Willkommen bei Hazel hilft. Hier geht es um Solidarität und darum, aufeinander Acht zu geben, das Gegenüber anzuerkennen. Wie heißt er? Alfons. Oh. Alfons, nur in die Armbeuge. Hazel wächst über sich hinaus. Wow, hier ist ja noch richtig Action. Ich finde, auch Statuen sollten eine Vorbildfunktion erfüllen. In der Krise will sie helfen und zeigen, dass der schlafende Thomas kein Nichtsnutz, sondern ein Kunstwerk ist. Im bedrohten Kulturraum der Eckkneipe. Hi. Hi. Ich bin Joe. Aber bevor wir in bester Schwarz-Weiß-Arthouse-Filmmanier ein Band durchschneiden, beginnen wir im tristen Grau von Bremen. Der Kneipenkultur geht's in Bremen genauso wie dem Wetter. Richtig beschissen. Ich habe mit einem Wirt gesprochen, wo ich heute Nachmittag ein bisschen den Fensterverkauf leiten darf. Wir sind hier vor dem Eisen, einer sehr bekannten, aber auch sehr leidenden Kneipe in Bremen. Ah, da ist er schon. Fernando. Moin, Hazel. Hi, bist du der Fernando? Morgens Tango, abends Fernando. Bevor ihr hier anfangt, das da. Ohne geht's nicht. Das war früher der Rausschmeißschnaps. Mit den Jahren lief irgendwas fürchterlich schief. Die Leute kamen an Tresen und wollten unbedingt Eisentaufe. Und mittlerweile fängt, glaube ich, in Bremen kein Mensch sein Studium an, ohne nicht einmal deswegen gekotzt zu haben. Und das Vergnügen möchte ich euch nicht vorenthalten. Wie heißt das Gerät? Offiziell Krabbel die Wand hinauf. Das ist der offizielle Name. Ja, da würde ich sagen, das krabbelt gleich mal in unser Hirn, Nuff. Ich gehe mal lieber in Deckung. Bam, bam, bam. Und die Competition ist, ihr dürft nicht das Gesicht verziehen. Ihr macht jetzt einen Staring-Contest. Und jetzt muss ich eine Wand draufkrabbeln, oder was? Ich glaube, du hast die Competition gewonnen. Da krabbel ich doch gleich die Wand, Nuff. Ah. Also das ist richtig scheiße. Es wird auch immer schlimmer. Also das Ziel dieser Sendung ist ja eigentlich, dass wir Unternehmen helfen, von denen wir auch wollen, dass sie florieren. Aber mit diesem Begrüßungsgetränk muss ich sagen, ein Wunder, dass es vor der Krise lief. Und wie ist das? Ist das lecker. Das gute Hakebeck, noch nie gehört. Wirklich noch nie gehört. Gute Hakebeck. Ist aber eigentlich nicht Sinn der Übung, Fernando, dass wir jetzt hier gratis Bier trinken, oder? Ja, aber schaden kannst du auch nicht. Ne? Wie viel Bier müsste ich denn jetzt kaufen, um die Kneipe zu retten? Kaufen oder saufen? Kaufen. Ich will es nicht trinken. Du müsst vor allem lange Bier kaufen, weil so wie es aussieht, werden wir wahrscheinlich ja irgendwie vor dem nächsten Frühjahr oder so nicht wieder aufmachen können. Das sind schon ein paar Hektoliter. Jetzt muss ich mal kurz sozialromantisch werden. Also es geht ja, auch wenn der erste Eindruck vielleicht irgendwie ein bisschen getäuscht hat, es geht hier ja nicht in erster Linie ums Saufen, sondern der Laden ist hier ein sozialer Raum. Und das einfach schon seit mehreren Generationen. Also hier sitzen mittlerweile 20-Jährige am Tresen, deren Eltern ich vor 20 Jahren irgendwie morgens um 5 gesagt habe, jetzt küsst euch doch mal endlich, damit ich Feierabend machen kann. Also du hast dann quasi das Kind mitgezeugt. Es gibt hier einige Eisenbabys, die hier in Bremen rumlaufen. Oh wow, was machen die? Die hier gezeugt wurden. So genau will ich es nicht wissen. Und, wo? Zeig mal auf die Stelle, damit wir dort nicht reintreten. Ich müsste euch mal kurz ins Separé bitten. Nein, Quatsch. Ist schade, dass wir unsere Schwarzlichtlampe nicht dabei haben. Sonst immer. Ja. Nein, aber lange Rede, kurzer Sinn. Bier gibt es an jeder Tanke irgendwie und irgendwie dann vielleicht auch an jedem Autokino. Aber dass hier Menschen zusammenkommen irgendwie wir hier einen Rahmen schaffen mit einer gewissen Haltung, die wir anbieten und vermitteln, wie wir alle miteinander umgehen wollen. Kitschig gesagt, so ein gesellschaftlicher Mikrokosmos irgendwie und ganz platt gesagt, irgendwie ein Jugendfreizeitheim, das mittlerweile über 28 Jahre langsam zum Altersheim auch degeneriert. Die Jüngeren gestern haben zum Glück noch nicht gemerkt. Ja, ich bin Manni, wenn du das meinst. Bist du der Stammgast? Ich bin, ein Stammgast. Hey, willkommen beim Fensterverkauf vom Eisen. Wollen Sie was kaufen? Was darf es denn sein? Zwei Hagebeck und ein Spezi, bitte. Zwei Hagebeck und ein Spezi? Moin, Nando. Das macht 3 mal 2, 30 sind 6,90, bitte. Acht, bitte. Acht? Das ist ja Wahnsinn. Haben wir hier so eine Glocke, wo wir außergewöhnliches Trinkgeld belohnen können? Dankeschön.
Wie könnt ihr denn euren Laden jetzt so über Wasser halten mit dem Fensterverkauf? Ich stelle mir vor, dass wahrscheinlich, weiß nicht, 5% oder 10% des Umsatzes gemacht wird, oder? Wir haben aufgegeben, überhaupt Prozentzahlen auszurechnen. Also wir gucken immer, dass wir vielleicht einen Zentimeter finanzielles Wasser unterm Kiel haben und fahren wirklich von Woche zu Woche. Und in Bremen gibt es sowas wie Clubverstärker, da sind alle Clubs drin zusammengeschlossen. Die haben auch ein allgemeines Crowdfunding gemacht. Und dann, als das dann so ein bisschen aufgebraucht war, fingen wir halt an mit dem Fensterverkauf, fingen an, uns T-Shirts auszudenken. Wir haben einen Bierdeckel gemacht mit unseren Konterfeis. Mhm. Und ja, ihr seht ja die Schlange hier heute bei so einem Wetter. Ja, hier, ein Bier. Wollt ihr ein Bier? Spezi, wollen Sie ein Getränk? Hm. Möchten Sie was trinken? Okay, ich möchte nicht. Weißt du, woran das liegen könnte? Ich glaube, du bist der erste Mensch in 28 Jahren Eisen, der je hier jemanden gesiezt hat. Ach so. Ah, dann will jemand noch eins. Wir haben zwar nicht viele Kunden, aber dafür dieselben doppelt. Ah, treue. Hey, Stammkunde des Tages. Was möchten Sie denn haben? Ich habe ein paar Aufträge gekriegt. Ich soll da was mitbringen. Und zwar brauche ich insgesamt 4 T-Shirts, habe ich da gehört. Okay, 4 T-Shirts. Was war es? 2 Hackebeck und 1 Becks. It hurts. It hurts. Das war mein erstes Mal wieder in der Kneipe. Und dann so. Oh, da ist noch jemand. Hallo. Hey. Habt ihr die Supporter-Shirts? Wir haben die Supporter-Shirts, ja. Ja, ich brauche einmal in L, bitte. Wie variabel ist dein Bekannter in seiner Größe? Wenn ich jetzt sage, nur ein M habe ich, dafür ist es richtig schön, werde dann bereit, dafür abzunehmen? Ich rufe den gleich mal an. Kannst du ihn per FaceTime anrufen, damit wir das sehen? Nee, ich rufe ihn mal eben so an. Okay, danke schön. Also ich finde, für so ein Shirt lohnt es sich, 20 Kilo abzunehmen, auch wenn man schon Idealgewicht hat. Leute sind konstant solidarisch, das tut auch sehr, sehr gut. Irgendwie, das zeigt auch mal wieder den Unterschied zur Systemgastronomie. Aber, darf es einen Kunden? Oh, hab ich wieder einen verscheucht. Nein. Wie weit irgendwie bis hin nach Berlin begriffen wurde, wie solche Läden, solche Clubs funktionieren irgendwie und was denen wirklich hilft, das wird sich erst nur zeigen, weil wir werden ja einen ganz langen Atem brauchen. Also das wird ja bis nächstes Frühjahr wahrscheinlich auch so dauern. Und dann müssen wir auch hoffen, dass die Leute sich nicht daran gewöhnt haben, nicht mehr in eine Kneipe zu gehen. Also dass die Leute uns nicht vergessen haben. Das ist so auch emotional auch so ein bisschen so der größte Punkt. Man fühlt sich wirklich vergessen irgendwie. Da kommen Thomas und ich ins Spiel. Wir werden für so einen unvergesslichen Tag sorgen hier, dass die Leute auch im März noch kommen. Wenn die Leute im März kommen, dann kommt ihr wieder und stellt euch hinter den Tresen. Ist das ein Wort? Ja, das machen wir. Ich wollte jetzt ja drauf einschlagen, aber... Also, ihr müsst dafür sorgen, dass das Video ein Hit wird und dann kommen wir im März wieder. Tut es, wenn nicht für uns, dann für Fernando. Und wenn nicht für Fernando, dann wenigstens für den Schnaps. Ich saß da einfach auf der Bank und dann brannte mein Haar. Hubertus, hast du Durst? Ja, ein Bier nehme ich. Für 2,30? Ja. Du musst dir gar nicht denken, nur weil du das Video realisierst, kriegst du was umsonst. Ich hätte gerne einen Hake, bitte. Kannst du bitte nicht den Schirm vor die Kamera machen? Sorry, ich habe sowas noch nicht so oft gemacht. Dafür bin ich doch visueller Denker. Seit 1912. Ja, bei solchen Gesichtern auf der Kamera. Darf ich jetzt die Maske abnehmen? Du solltest sogar. Wie ist das? Besser. Für heute reicht es dafür, Corrigan. Ich dachte auch gerade. Also irgendwann ist ja auch meine Pflicht als Wirt, dir den Hahn zuzudrehen. Ja, dann bleib gesund. Aber darf ich noch ein Autogramm? Ja, klar. Die Clubs, also wir sind gleichgestellt mit Spielhöllen und Bordellen und was weiß ich was irgendwie so. Das ist irgendwie, dass wir als Kulturbetriebe und Kulturinstitutionen irgendwie auch wahrgenommen werden würden. Das wäre wirklich mal eine Maßnahme. Wäre es nicht vielleicht auch eine Möglichkeit, habe ich mir mal gedacht, das ist nur meine Idee, den Kneipen und Restaurants mehr Raum vorher, also davor zuzusprechen? Dass man einfach sagen könnte, ihr könnt hier nicht nur einen Tisch hinstellen, sondern irgendwie 3 oder so? Also mein Traum wäre, wenn der Sieval hier draußen eine Fahrradstraße werden würde, die Bürgersteige würden verbreitert und wir könnten uns da alle nach draußen setzen und im Winter eine Glühweinbude aufmachen, so ungefähr. Ja. Also das würde uns schon so ein bisschen auch über die Zeit helfen, ja. Ich habe so die Idee, ich würde gerne eine Kneipe als Museum darstellen, einfach um so die Kneipenkultur als wirklich Kulturgut zu inszenieren. Ziemlich gute Idee. Ziemlich gute Idee, den Thomas zu einem Kunstwerk zu erhöhen. Aber für ihn auch ziemlich langweilig. Gleich sitzt er in der Museumskneipe,
Eine gemeinschaftliche Idee der Genossenschaft Horner Eck und uns, umgesetzt bei Hazel Hilft. Ja, mal schauen. Also halbe, der Schnaps ist immer noch intus. Mal schauen, ob es genauso klappt, wie ich es mir vorgestellt habe mit der Museumskneipe. Aber wenn es auch nur ansatzweise so wird, wie ich es in meinem Kopf sehe, dann wird es richtig, richtig geil. Boah, guck mal, ist ja mega geil. Das ist echt. Hey, moin! Hey, Kira, bist du es? Hallo, ja, kann man ganz schlecht sehen hier, ne? Hallo! Hallo! Kira ist eine von vielen Wirtinnen hier. Zusammen geben sie der Ausstellung den letzten Schliff. Das ist die einzige Gun, die Dinge vereint. Und jetzt, Jolle? Oh, guck! Ja! Yeah. Geilo, gehen wir wieder hoch. Oh. Und dann läuft das wie eine Eins. Dann ist es auch kurz so ein bisschen Glöckner von Notre Dame mäßig. Das zeigt auch gut, wie man sich ansteckt mit Corona. Ihr seid ja eine Genossenschaftskneipe, oder? Ja, genau. Ja, also im Prinzip eine Genossenschaft ist ein ganz wunderbares Ding. Das ist uns jetzt in Corona auch noch mal echt aufgefallen, weil wir einfach den Support haben von unseren neuen Genossinnen. So. Und das ist letzten Endes ein Konzept, was mega krisensicher ist, was du aber auch anwenden kannst in ganz vielen verschiedenen Betrieben. Und ich glaube einfach früher, und da war es einfach so, du hattest halt einen Wirtin, einen Menschen, der das Ganze geschmissen hat und dann halt Angestellte. Und wir haben irgendwie gesagt, ja, bei uns ist es ja nicht nur einfach, du kommst rein, trinkst Bier, gehst wieder nach Hause, sondern wir haben schon einen Kneipenbegriff, der ein bisschen weitergeht. Ja, sehr weit, wie man hier sieht. Also heute ist es ja eine Museumskneipe. Das heißt, wir kombinieren eigentlich zwei vom Aussterben bedrohte Kultureinrichtungen. Die Kneipe und das Museum. Ja. In diesem Museum fehlt noch das Wichtigste. Das Kunstwerk Mensch. Durstige Exponate warten auf die Eröffnung. Es wäre ja keine richtige Eröffnung, wenn wir kein Band hätten, das wir durchschneiden können. Hilfst du mir mal kurz, Thomas? Kleben wir das einfach daran. Das sieht noch so ein bisschen unfeierlich aus. Herr Spitzer? Die Museumskneipe ist hiermit offiziell eröffnet. Treten Sie ein in die Vergangenheit. Bitte die Hände desinfizieren. Oh, danke schön. Hey, Fernando, was geht? Hallo, herzlich willkommen in der Museumskneipe. Andere Seite. Der erste Alkohol heute Abend. Durch die Haut ballert es am meisten. Was möchtet ihr denn trinken? Ich hätte total gerne Pilzbier. Ja. Ich hätte gerne eine Rabattstelle. Jo, gerne. Oh, noch zwei Bier. Prost. Ohne Schaum, wie in England. Dankeschön. Bitteschön, Prost. Danke. Vier Bier. Yep. Die Exponate sitzen alle. Ich gehe jetzt mich mal mit der Kunst unterhalten. Du bleibst auf der anderen Seite vom Glas, okay, Steven? Ihr stellt jetzt gerade was dar, was im Begriff ist, auszusterben. Wie fühlt sich das an? Ganz schön scheiße. Darauf erstmal noch einen Schluck Bier. Prost. Prost. Einer reicht da nicht. Ihr macht es aber sehr gut. Wen haben wir denn hier? Hi. Hi. Ich bin Joe. Du bist Joe? Genau. So siehst du auch aus. Na, oh, das ist in Ordnung. Ja, wieso heißt du Joe? Wieso? Ja. Was beim Fußball kürzer ist als eine Joachim Wilhelm. Ja, stimmt. Joe Bill bist du eigentlich. Ja, okay, genau. Und wer bist du heute hier im Rahmen dieser Kneipenausstellung? Ich habe mich hier zur Ruhe gesetzt. Du bist der Denkende? Nein. Ich hab jahrelang als Killer für die Mafia gearbeitet und jetzt habe ich endlich hier meine Ruhe gefunden. Jetzt kannst du endlich mal im Horner Eck. Genau, hier habe ich auch noch nie einen umgelegt, hier ist alles in Ordnung. So, ja, dann gehe ich, glaube ich, mal weiter. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Was macht einen guten Stammgast aus?
Ja, regelmäßig erscheinen, mit den Leuten reden und Bier trinken. Und auch mal eins über den Durst trinken? Hast du das schon mal gemacht, Manni, ganz ehrlich? Ganz selten, ganz selten. Und wenn, dann kannst du dich eh nicht mehr daran erinnern. Stimmt. Und die anderen auch nicht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke. Ich nähere mich dem Rendezvous-Tisch. Hey, ist das hier ein Rendezvous? Ja, ich wurde umgesetzt von dem Einzeltisch zum Rendezvous-Tisch. Das wäre mal ein Upgrade. Ja. Du bist ja komplett alleine hier. Entschuldigung. Dann wie viel des Biers denn das? Ich trinke ja eigentlich gar kein Bier, keine Ahnung. Es ist so mega kalt und ich versuche mal diesen ganzen Drehtag hier irgendwie so einigermaßen erträglich zu gestalten. Aber hast du Spaß? Ja, ja. Ich habe zwei Handys. Hier, das ist ganz schön, hier gibt es so eine Kunstausstellung. Ach, aber du weißt schon, dass du die Kunstausstellung bist. Ja, ich bin auch, genau, es gibt eine Kunstausstellung und dann noch mich. Hey, ist das hier ein Rendezvous? Eine Politrunde, wie man sie schon früher kannte. Was besprecht ihr denn hier? Die letzten Arbeitstage, was wir so gemacht haben. Und natürlich ganz wichtige Themen. Alles, was gerade so wichtig ist. Ja, ich verstehe jetzt nicht genau, was sie gesagt hat. Könntest du als Mann mir das mal kurz erklären? Besser ist das. Ich glaube, da sagt man dann einfach nichts, wenn man so... Ich sag einfach nichts dann. Man darf ja nichts anfassen im Museum. Wie schwer fällt es dir, hier in dieser Politrunde zu sitzen und nicht angefasst zu werden? Ist okay. Ist okay, ja. Ich würd eigentlich sagen, für Frauen ist es viel besser, in einem Museum als Kunst zu sitzen, als in einer normalen Kneipe. Ja, und hier darf man nicht mal die Plane anfassen. Also ich fühle mich sehr sicher. Ja. Hallo, sind Sie von Weser Express? Weser Kurier. Was hast du gehört? Ist egal. Hier haben wir zwei Schnäpse in ihrem natürlichen Habitat stehen. Ja. Hör mal, da krabbel ich doch gleich die Wand genug. Die wenigsten können es. Wir können es nicht, aber wir versuchen es zu lernen. Naja. Ja, ist ja abgetrennt. Die Leute können euch ja. Ich wollte gerade sagen, die Leute sehen das ja nicht, dass wir überhaupt nicht wissen, was wir hier tun. Irgendwie, wir tun einfach so, als ob wir so hier, ja, ne, und dann welche Farbe hat er und den ganzen Scheiß. Weißt du, warum das Skat heißt? Nein. Weißt du es? Nee, auch nicht. Weil man früher gesagt hat, lass uns Skatenspiel spielen. Ist das ein Joke oder hast du das recherchiert? Ich weiß es nicht. Okay. Aber ist nicht schlecht. Fandest du es denn lustig oder hat es dich eher schlauer gemacht? Halb-halb, würde ich sagen. Okay, dann war es ein schlechter Joke. Vielleicht war es das, ja. Ich hole mal die ersten Besucher fürs Museum. Ich weiß bei dir nicht so ganz, ob du das Museum besuchen willst oder ob du es ausrauben möchtest. Nee, ausrauben will ich nicht. Soll ich absetzen? Nee, darf ich ja nicht. Nein, du darfst es nicht absetzen. Ja, also. Okay, dann vertraue ich dir jetzt einfach mal. Kannst mir vertrauen. Dann lass uns reingehen. Das erste Exponat. Basti desinfiziert hier die Hände. So. Ist das so eine Gedenkveranstaltung an Zeiten von früher? Genau. Also ja, ne? Wie es so normal hier aussieht. Genau, es geht darum zu zeigen, warum der Sozialraum Kneipe schützenswert ist. Was macht für dich einen guten Stammgast aus? Guten Umgang mit der Wirt-Community hier, auf jeden Fall. Support your locals. Support your local Horner Eck? Ja, auf jeden Fall. Geiles Projekt hier. Also auch außerhalb dieser krassen Ausstellung. Warum ist so jemand schützenswert? Weil der Raum Kneipe schützenswert ist, weil er sitzt hier und sieht so aus, als würde er sein Elend gerade in dieser schwierigen Zeit ein schönes Bierchen trinken, ein schönes Harker ist immer gut. Also muss ich wirklich sagen, das sind die schönen Momente in der Kneipe, wo man hier alleine sitzt und seine Ruhe genießt. Und man kann auch davon ablenken, dass man ein Problem hat, wenn man nicht alleine zu Hause trinkt, sondern dort trinkt, wo andere. Nee, Gemeinschaft. Das ist doch Gemeinschaft, das ist nicht Kneipe. Also jetzt, das ist nicht alleine. Bitte? Danke dir. Gleichfalls. Was fehlt noch? Zwei große und ein Weizen. Ich verstehe das nämlich immer nicht mit dem Trink, also ob ich Trinkgeld bekomme. Es ist mega schwierig, wenn jemand anderes sozusagen abrechnet. Also was es kostet, weiß ich, 7,80 Euro. Ich wäre gerne auf der anderen Seite. Warst du schon mal so bewusst in einer Kneipe?
Nee. Ich glaube nicht. Manchmal hilft es, die Sachen durch eine Scheibe anzuschauen, ja, um sie richtig zu sehen, oder? Ja, stimmt. Kannst du dir vorstellen, auch mal als Exponat dabei zu sein? Dann kannst du nämlich saufen. Direkt. Ja? Ja, würde ich machen jetzt. Ja, dann würde ich sagen, hoffen wir, dass es das noch lange gibt. Ich frage mal die Wirtin, ob was vielleicht noch ein paar Wochen... Ich habe frei. Ich bin da. Perfekt. Daran wäre es jetzt gescheitert. Vielen lieben Dank. Schönen Tag noch. Wie oft gehst du ins Museum? Ins Museum? Tatsächlich nicht so oft, wie ich es vielleicht möchte. Wie oft gehst du denn in die Kneipe? Im Moment nicht so häufig, gar nicht. Ansonsten so... Öfter als ins Museum? Ja. Ist es für dich... Ist es peinlich, das zu sagen? Nee, gar nicht. Das ist ehrlich. Ich glaube, niemand geht öfter ins Museum als in die Kneipe. Niemand, der was auf sich hält. Ich weiß nicht. Kannst du mein Mikrofon halten, dann halte ich deinen Zapfhahn. Ja. Ist doch super. Wer kriegt das denn gleich? Der Thomas. Ein riesiger Kopf. Das passt zu ihm. Können wir aufschreiben, ein Bier bei Thomas? Entschuldigung, ich bin neu hier. Müssen die Exponate eigentlich zahlen? Ja, leider. Ich bringe jetzt mein erstes Bier zum Exponat. Hey! Hey, ich habe ein Bier gezapft. Vielen Dank. Gerne. Willst du mal das Mikrofon halten? Das ist Method Acting, was ich hier mache. Das und die Methode ist eine Geisteskrankheit. Das ist nicht Saufen, das ist Method Acting. Ist es nicht komisch, wenn Leute dir beim Saufen zuschauen? Nee. Thomas, normalerweise bist du doch so einer, der immer nur alleine trinkt. Das ist doch deine einzige Regel beim Saufen. Nee, es ist einfach ein anderes Saufen, aber es ist auch okay. Nee, man fängt dann wirklich an, eine Rolle zu spielen und man gefällt sich dann in dieser Rolle. Also ich habe zum Beispiel mir vorgenommen, weil ich bin ja der Typ, der auf ein Rendezvous wartet, was irgendwie nicht passiert. Ich bin ja der... Was heißt da, was nicht passiert? Offiziell natürlich, Leute. Und ich habe mir vorgenommen, jedes Mal, wenn du vorbeiläufst, bin ich eine Etage tiefer. Also ich wollte anfangen so, ich schaue auf die Uhr, dann so und dann immer so. Weißt du, und irgendwann hänge ich so dran. Kannst du das bitte nochmal machen, aber das Mikrofon ist dann so hier. Hey, du warst gerade drin, wie war's? Das war richtig anstrengend. Was? Das war, ich habe mich erinnert an eine... Tisch nicht mehr. Oh, was? Also ich habe mir da mal die Haare drin verbrannt. In der Kneipe? In der Kneipe. Aber als es noch kein Museum war? Nee, da war es noch kein Museum. Ich saß da einfach auf der Bank und dann brannte mein Haar. Das hat jetzt gerade so ein bisschen Emotionen auch aufgewühlt. Aber darum geht es auch ein bisschen in der Kunst, oder? So Traumata verarbeiten, vielleicht Traumata erzeugen, je nachdem. Ich finde, das ist gerade das Schöne auch, wenn du die Kunst wirklich auch spürst. Also du darfst nicht nur Kunst... über die Kunst erfreuen, sondern die muss sich auch mal so aufrütteln, weißt du? Da muss einem auch mal ein Flämmchen auf dem Kopf aufgehen. Ja, ich habe eben jemanden gesehen, der hat da geschlafen. Fand ich auch gut. Habe ich auch schon gemacht. Habt ihr irgendwas zu essen? Erdnüsse? Ja, die hast du da hast du noch geschrieben. Aber ihr macht das jetzt noch weiter? Ja, donnerstags und freitags ab 6:30, mal gucken. Also, Bremen, Donnerstag und Freitag ab 6:30 gibt es hier im Horner Eck die Museumskneipe. Und bis dahin, support your locals. Bleiben wir gesund. Ne? Bleiben wir gesund. Und? Hände waschen nicht vergessen. Was sollen sie noch machen? Abonnieren, Glocke aktivieren, kommentieren, Bier desinfizieren. Trinken. Oh Scheiße, jetzt habe ich reingehauen, ne? Und Saufen nicht vergessen, denn Saufen ist gesund, Leute. Das ist ja gar nichts tschüss. Mehr. Ciao. Tschüss. Kann man auch was reinschmeißen, dass es wieder aufhört?